Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Gerade erst haben wir über neue Amazon Echo und Fire TV Produkte spekuliert und jetzt gab es in den USA aus dem Nichts ein Event und Amazon hat eben diese vorgestellt. Es gibt einen neuen Amazon Echo Lautsprecher, der ist nur noch halb so groß wie der Vorgänger. Einen neuen Amazon Echo Plus Lautsprecher, der ist genauso groß, bietet aber jetzt auch eine Smart Home Integration im Sinne von, der hat einen Hub integriert, in das sich andere oder Produkte anderer Hersteller einbinden lassen sollen, sodass ich halt von denen nicht mehr Hubs brauche. Was weiß ich, ich habe was für die Lampen, ich habe was für die Heizung, für die Sicherheitssysteme. All das soll sich jetzt vereinfachen lassen, dass ich nur noch das Smart Home Hub vom Amazon Echo Plus Lautsprecher brauche. Gibt es in Zukunft auch bei uns. Ab Oktober, November kommen die Dinger auch bei uns auf den Markt. Was es jetzt endlich auch bei uns gibt oder geben wird demnächst, den Amazon Echo Show. Diesen, na, was soll man sagen, Echo Lautsprecher mit eingebautem Display. Da, wo seit übrigens letzter Woche nicht mehr YouTube drauf funktioniert, weil Amazon und YouTube sich gerade mal wieder kloppen. YouTube wirft Amazon vor, ihr integriert YouTube nicht richtig in dieses Produkt, weil man kann nicht bewerten, man kann nicht abonnieren, das passt YouTube nicht, deswegen haben die da erstmal dicht gemacht, bis Amazon dann Nachbesserungen liefert. Dann gibt es neue Produkte, neuen Fire TV, der kann wie bisher auch 4K, in Zukunft aber auch 60 Frames, HDR und Dolby Atmos, also legt nochmal eine ganze Schippe drauf, würde man hier oder da sagen, wie der Vorgänger, gibt es in Zukunft auch bei uns. Was es bei uns noch nicht geben wird, ist der Echo Spot. Amazon teasert den so als kleinen Echo Show, als Nachtticht Wecker mit Webcam fürs Schlafzimmer an. Da höre ich jetzt los schon die Leute schreien. Und Amazon oder Echo Buttons gibt es nicht. So ein Spiel, haut drauf, Spiel, 3 Stück, kann man so sagen, naja, für den lustigen Familienabend, wer zuerst draufhaut, darf die Frage dann beantworten. Für den Aufreger der Woche sorgte Twitter, denn die haben aus dem Nichts die maximale Höchstzeichengrenze von 140 auf 280 verdoppelt. Jedoch erstmal nur als Experiment und noch nicht für alle. Mal klappt's im Browser, mal nicht, mit allen Apps. Die experimentieren da noch rum. Begründen tut Twitter das damit, dass sie mehr für weltweite Gleichheit sorgen sollen, weil die Asiaten mit ihren Schriftzeichen brauchen deutlich weniger Zeichen im Durchschnitt als Europäer oder Amis, die auch viel häufiger an diese Höchstgrenze von 140 Zeichen stoßen. Ich bin mal gespannt, wie das Twitter verändern wird, ob sie es beibehalten werden und wie sich das Ganze entwickeln wird. Und apropos neue Hardware, nächste Woche am 4. Oktober ist es endlich soweit. Google hält sein jährliches Smartphone Pixel Hardware Event ab. Neue Pixel Smartphones sollen vorgestellt werden. Angeblich heißen die Pixel 2 und Pixel 2 XL. Das kleinere kommt wieder von HTC oder zukünftig dann von Google selber und das XL dann angeblich von LG. Bin ich mal sehr gespannt. Und es gibt ja noch die Gerüchte, dass es auch noch vielleicht ein drittes, ein mega über super duper Pixel Smartphone geben wird. Erinnert ein bisschen an Apple bei der Gerüchteküche. Dann soll es aber auch neue Google Home Geräte geben. Vielleicht einen kleineren, so einen kleinen Echo Dot Konkurrenten gegenüber Amazon. Vielleicht neue Chromecast Hardware, vielleicht ein neues Chromebook, vielleicht neue Tablets. Ich bin mal sehr gespannt, was Google da alles aus dem Hut zaubern wird. Heute ist der 1. Oktober, da ändert sich einiges für die Drohnenpiloten unter euch. Jetzt tritt dieser ganze Maßnahmenkatalog in Kraft, dass zum Beispiel Drohnen ab 250 Gramm auch eine Plakette haben mit Namen und Anschrift, damit, wenn mal so eine Drohne was anstellt oder verloren geht, man den Besitzer oder Eigentümer ausfindig machen kann. Zusätzlich gibt es natürlich die ganzen Sachen, die es bisher auch gibt. Ne? Haftpflicht, Führerschein und. Wer von euch dann draußen mit so einer Drohne aktiv unterwegs ist, der sollte sich, wenn er es bisher noch nicht gemacht hat, spätestens jetzt mit diesen ganzen Drohnenregeln und Neuregelungen auseinandersetzen. Elon Musk, unser aller Lieblings-Tony Stark, hat mal wieder Visionen verkündet. Und zwar geht es diesmal wieder um SpaceX oder SpaceX, sein Weltraumunternehmen. Bis 2024 will man zum Mars fliegen, bemannt. Ab 2022 sollen vorher schon Raumschiffe Material zum Mars schicken. Außerdem stellt man sich eine Mondbasis vor. Er sagte, glaube ich, sowas wie, es ist 2017, warum haben wir noch keine Mondbasis? Amis und Russen wollen ja sowieso schon zusammenarbeiten, um eine Mondbasis zu erstellen. Und Elon möchte in Zukunft, dass man auch Fernreisen, also ans andere Welt, an Ende des Globus, per SpaceX-Raumschiff Rakete unternimmt. Das Ganze soll bezahlbar bleiben. Das ist jetzt wieder jede Menge auf einmal, aber ich
sag mal so, wenn sich allein nur die Hälfte davon bewahrheiten wird in den nächsten, naja, ist ja schon 7 bis 10 Jahren. Ich bin sehr aufgeregt, vor allem, weil er ja doch bisher einiges von seinen Visionen ja schon mal in die Tat umgesetzt hat. Und ich freue mich sehr, wenn es in die Richtung weitergeht. Die Gamer unter euch haben es diese Woche sicherlich mitbekommen. Die Super NES Classic Mini-Konsole von Nintendo ist an den Start gegangen. Ist wie schon damals bei der normalen NES Classic Mini-Konsole wieder überall ausverkauft. Es ist sehr schwer dran zu bekommen. Auf eBay werden wieder Mondpreise dafür gezahlt. Ich habe meine ja passend zum Wochenende bereits ausgepackt und bin bisher sehr davon angetan. Das ist wieder so eine schöne Reise zurück in die Kindheit. Und natürlich ist es jetzt schön, nicht mehr die Kartusche zu wechseln oder das Spiel zu wechseln. Aber auf der anderen Seite, naja, es verleitet dann doch immer wieder dazu, die alten Originalkonsolen nochmal vom Speicher oder aus dem Keller herauszuholen. Diese Woche gibt es wieder einen Film der Woche, nachdem ich letzte Woche mit einer Randbemerkung doch für etwas viel Furore gesorgt habe. Nein, Stranger Things 2, zweite Staffel, startete natürlich nicht am 27. September, sondern startet erst am 27. Oktober. Die Fans müssen sich noch was gedulden. Dafür kann man sich ja jetzt mit Star Trek Discovery trösten, von der ich eigentlich sehr angetan bin. Jedoch, vom Film der Woche bin ich weniger angetan. Und zwar Kingsman 2, The Golden Circle. Da habe ich am Anfang viel Positives von gehört. Meine Erwartungen waren wieder ein bisschen hochgeschraubt. Jedoch muss ich ganz ehrlich sagen, der erste Teil ist um Längen besser als jetzt diese Fortsetzung. Auch finde ich, die Fortsetzung kriegt nicht so wirklich Höhepunkte. Die Bösewichte sind, naja, was soll man sagen, oberflächlich. Natürlich ist dieses ganze Kingsman-Zeug, von dem es sowieso gerade überlegt wird, auch noch einen dritten abschließenden Teil der Serie ins Kino zu bringen, eher oberflächlich. Trotzdem ist es mir an vielen Stellen... Ich bin ins Kino gegangen, sage aber ganz klar, es ist kein Film, den man im Kino sehen muss. Schauspielerisch hier und da ganz okay, zumindest auf der Seite der Guten, bei den Bösen, naja, und bei den Hilfsguten sage ich auch, naja, von der Geschichte, von Kamera und Grafik oder so gefällt es mir alles, Soundtrack hängt ein bisschen hinterher. Es ist aber definitiv kein Film, den man jetzt unbedingt auf der großen Leinwand sehen muss. Den kann man sich auch irgendwann mal ausleihen, kaufen oder wenn er irgendwann mal ins Fernsehen oder zu den Streamingdiensten kommt, erst dann angucken. Und nein, man braucht nicht bis zum Ende sitzen bleiben, da kommt nichts mehr. Weil bei den Amis nicht nur The Big Bang Theory in die neue Staffel startet und es jetzt auch ein Spin-Off gibt zum kleinen Sheldon, ich glaube die Serie heißt Cooper, habe ich nochmal ein altes QWERTY angezogen mit Big Bang und Sheldon drauf. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 307 ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! Letztens, gerade erst haben wir über neue...